So, herzlich willkommen, Freunde, Freunde, Freunde. Es war Retrobörse in Rosenheim und wir waren dort nicht allein. Und um es vorneweg zu sagen, es war unserer Meinung nach bisher die beste Börse. Wir waren seither bisher auf 3 Börsen, also letztes Jahr einmal und dieses Jahr dann 2-mal. Und wir müssen sagen, es hat sich doch schon sehr gelohnt, dahin zu fahren. Zuerst wollten wir eventuell nicht, weil wir schon in München, in Haching auf der Börse waren. Und was diese Börse so besonders gemacht hat, das ist zum einen die Größe gewesen, das Angebot und natürlich die Leute. Wir müssen jetzt sagen, wir sind jetzt noch nicht so lange hier auf YouTube mit der Retro-Schiene unterwegs und haben uns sehr gefreut, dass uns Leute angesprochen haben und uns erkannt haben. Es ist nämlich immer wieder schön, wenn man Real-Life-Feedback bekommt, also nicht nur Kommentare, sondern auch im echten Leben die Leute kennenlernt und die Zuschauer. Das macht schon eine kleine oder auch große Freude. Und damit seien dann auch schon ein paar Leute gegrüßt, nämlich... Einmal möchten wir begrüßen Nicole und ihren Mann. Begrüßen, grüßen. Also grüßen. Hallo Nicole. Einmal möchten wir grüßen Nicole und ihren Mann. Ihr Mann wissen wir leider nicht, wie ihr Name heißt. Ihren Mann wissen wir leider nicht, wie ihr Name heißt. Heiligsblechler. Einmal möchten wir Nicole und ihren Mann grüßen. Den Namen von Nicoles Mann wissen wir leider nicht. Aber er sei dennoch herzlichst gegrüßt. Genau. Dann möchten wir Vincent und Esther grüßen, die dort verkauft haben. Und alle, die uns sonst noch erkannt haben oder wo wir vergessen haben oder wo wir den Namen nicht wissen, möchten wir auch noch zum Schluss grüßen. Einfach die ganze Welt grüßen. Genau. Genau, also nochmal allgemein zur Börse. Es war wirklich sehr toll dort. Und viele kamen von weit her, sind weit gereist. Allein Vincent und Esther kommen aus Baden-Baden, um hier zu verkaufen. Das ist auch nicht gerade um die Ecke. Und Respekt dafür auf jeden Fall. Dann war es eine schöne große Halle, also wirklich die größte, die wir bisher gesehen haben, in der eine Börse stattfand. Somit waren auch anscheinend mehr Händler zugelassen oder mehr Leute da, irgendwie, die da verkauft haben. Was halt wirklich schön ist, weil sich das in einem großen Sortiment ausgewirkt hat. Das heißt, es gab ganz schön viel zu entdecken. Und die Gänge waren schön breit und man konnte es nicht so aneinander gestoßen. Das war der letzte Börse in Haching ganz anders. Da war es schon sehr eng, ihr habt es auch gesehen im Video. Das war schon alles ein bisschen erdrückender, genau. Die Verpflegung war auch direkt vor Ort. Also da war so eine kleine Bar oder was und oder so ein Restaurant auch, da konnte man essen. Oder? Ja, warmes und sogar ein Eis konnte man kaufen und so, also war gut. Genau. Und wie gesagt, das Angebot war sehr umfangreich, vor allem OVP. Die Orgie. Dumm. Orgie. Klingt wie so ein Film. Das ist ein geiler Buchtitel. OVP. Die Orgie. Finde ich gut. Lass mal patentieren, Mann. Das ist der Titel. Okay. Nein, was ich sagen will, es war eine wahre OVP-Orgie. Soll heißen, es gab ganz viel Auswahl an verschiedenen Ständen. Da hat man das eine Spiel in OVP an dem Stand gefunden und zu einem anderen Preis, eventuell günstigeren Preis, am anderen Stand. Und das war ziemlich, ziemlich schön. Genau. Aber lass uns jetzt nicht so viele Worte darüber verlieren, sondern lass uns lieber die Bilder zeigen, die wir euch jetzt hier anbieten. Mit Video 1. Biege rechts ab in die ST 2080. Servus. Zweimal. Jawohl. Zweimal, ich denke, vielleicht auch noch von mir. So, haben wir es mal von vorne an, oder? Nochmal ein Info. So, für das? 25. Okay, danke. Schnapper war das. Schnapper. Das ist nicht spießig. Das sieht man zum Beispiel. Wie viel das denn kostet? 10er. 10er. Ich überleg's mir nochmal. Ich überleg's mir nochmal. Okay. Kannst auch versuchen zu handeln. Kann ich versuchen, ja. Mal schauen, vielleicht findest du irgendwo nochmal einen schöner. Ja. Mal gucken.
keinen Preis drauf. 49. Bitte? Musst du den Titel hoch? Achso, ja, natürlich. Moment, ich habe hier alles so, dass ich CDs nicht raushalten kann. Mhm, okay. Weil, aber ich weiß sowieso, heute Abend kann ich sowieso wieder sortieren, weil die meisten nehmen sie alles so raus, stellen sie es so wieder rein. Stimmt, ja. Das ist ein natürlicher Effekt einfach. Ja, 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 aber so können ja, halt die CDs nicht raus. Stimmt, ja. Alle hab's mal gefunden. Ja, super. 10 Euro. Wir können auch mehr nehmen. Also das ist nicht verboten. Das ist klar. Das ist klar, das denke ich mir. Aber leider nichts gefunden. Ich habe mich noch weiter vorne und vielleicht gibt's noch was. Ein bisschen habe ich noch. Genau. Was fühle ich mich? Ich dich jetzt niedlich fühlen, das habe ich gerade falsch gemacht. So, das war der erste Part, sag ich mal. Wir haben an diesem einen Stand haben wir sehr viel Zeit verbracht. Da wir schon direkt von den vielen N64-UVPs und den Super Nintendo-UVPs direkt schon hier gecatcht wurden. Deshalb gibt's auch nur dafür zu viel Material. Ein guter Tipp des Verkäufers war, dass man die, ihr habt es mitbekommen, dass man die Hüllen eben mit der Öffnungsseite nach oben in die Kisten stellt. Vielleicht ein Tipp für alle zukünftigen Börsengänger. Das ist wirklich ganz gut, dass eben, wenn dann irgendwas ist, wenn es locker wird, die CD innen drin, irgendwas, dass sie nicht rausfällt und sich vielleicht kratzt, weil es einfach besser ist, dass sie dann so quasi von der Gravitation her nach unten nicht so absinkt quasi. Für den guten Tipp werde ich in Zukunft beachten. Dankeschön für das. Ja, was ich aber dann leider ein bisschen schade fand, war, dass dann der gute Mann bei der letztendlichen Verhandlung, was keine Verhandlung war, denn er ist bei seinem Preis geblieben, den er ausgezeichnet hat, nämlich Turok Rage Wars für 13 Euro und eben Flashback für 12,25 Euro, ist klar. Aber man wünscht sich eben doch immer ein bisschen, dass da ein bisschen was gemacht werden kann, was hier eben nicht der Fall war. Schade. Denn ich wollte 20, hätte ich halt geboten, aber 25 wollte er haben unbedingt. Der hat auch noch argumentiert mit der Hülle, dass sie dabei ist. Stimmt natürlich auch. Ich hätte es aber vielleicht ohne Hülle mitgenommen. Aber naja, letztendlich habe ich dann nur Flashback genommen. Da ist mir am Anfang der Börse eben dann doch, da ich da gehemmt war, etwas mehr zu bezahlen, schon so viel auszugeben am Anfang. Hätte auch dann später nochmal zurückgehen können, aber dann habe ich noch ein paar andere Sachen gefunden, von daher. Naja. Es geht um Flashback, Freunde. Und Flashback habe ich schon. Der aufmerksame Zuschauer wird letzte Folge gesehen haben, dass ich das schon habe, aber es ist eben ein sehr schlecht erhaltenes Modul, was ich eben noch sauber machen will. Und das hier ist auf jeden Fall die UVP mit Anleitung, mit Inlay und dem Spielmodul. Also das ist wirklich schön, ein kleines Herz, Objekt meines Herzens. Und deshalb freue ich mich da sehr drüber, für 12 Euro es gefunden und bekommen zu haben von ihm. Es ist noch ein paar Aufkleber drauf,
Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber auf jeden Fall große Freude bei mir, dass ich das Spiel jetzt zu meiner Sammlung zählen kann, in voller CIB-Form, sage ich. Glaube ich, heißt es dann. Ja, genau. Komplett in Box. Complete in Box. Genau. Wunderschön. Für 12 Euro kann man da nichts sagen. Ich hätte, wie gesagt, noch Rage Force. Das tut mir jetzt im Nachhinein immer noch weh. Ich habe es dann, ich spoiler schon mal, ich habe es nicht mitgenommen. Überhaupt nicht. Ich bin auch nicht mehr zurückgegangen. Und ja, ich muss generell sagen, ich glaube, ich war wieder sehr geizig unterwegs auf der Börse. Obwohl sie so schön war und so ausgiebig und ich weiß auch nicht. Irgendwie muss ich da mal ein bisschen... es ist ja aber letztendlich Geld, muss man sagen, ne? Es ist natürlich ein teures Hobby, das Sammeln. Und deshalb bin ich da so ein bisschen mich selbst reduzierend, dass ich da nicht zu viel reinschiebe, denn wir sind ja alle keine Millionäre. Von daher, ja. Das nächste Mal einfach ein Budget machen, das und mehr gibt's einfach nicht. Ja, gut, aber das ist auch schwierig, das dann dran zu halten, wirklich. Jedenfalls geht's dann ging's dann weiter, direkt ein paar Meter weiter, da war ein schöner Stand und das ist der aktuelle Charmant-Stand. Denn dort haben wir eine schöne Aktion gefunden. 3 für 10. Also 3 Spiele, war eine kleine Auswahl von 2 Kisten, wo man eben dann 3 Spiele rausgesucht hat. Und jedes hätte normalerweise 5 Euro gekostet. Aber eben, wenn man 3 nimmt, bekommt man sie für 10. Und da habe ich mir eben dann Spiele rausgesucht. So, und da hat es in 64 Spiele geregnet. Und zwar zum ersten habe ich mir das Spiel Clay Fighter 63 ein Drittel angenommen. Und das 63 ein Drittel ist so ein bisschen ein Scherz, Michi, weißt, weil es N64 heißt eigentlich. Nintendo 64 und 30 ein Drittel ist so ein bisschen verarscht, weißt. Das ist nicht ganz 64-Bit sind oder sowas. Ist ein kleiner Scherz. Jedenfalls, hier ist ja das Gameplay. Es hat mit Clay zu tun. Es ist quasi so Knet. Es ist ein Kampfspiel. In Street Fighter oder in Tekken-Form. Ist so in einer 3D-Arena. Und man kämpft mit Clay, mit Knetfiguren so ein bisschen. Ist von, von Interplay das Spiel. Und, gibt's auch einen schönen Anfangsgag mit Interclay. Jedenfalls kann man da auch Earthworm Jim zum Beispiel spielen. Den habe ich jetzt hier leider nicht aufgezeichnet beim Gameplay, aber auf jeden Fall gibt es da lustige Figuren, die sich dann gegenseitig auf die Fresse hauen in aller Knetmanier. Ist jetzt nicht das schönste oder das tollste Spiel, auch nicht das steuerungsfreundlichste Spiel, aber es ist auf jeden Fall eine nette Idee. Und ist ganz nice, finde ich. Und ja, was soll man noch dazu sagen? Ich habe es damals nicht gespielt, ich kannte es aber von, weil es eben so besonders war vom Artstyle her und von der, dass man eben Knetfiguren spielt. Daher hat man das mal mitbekommen und auch so im Kopf behalten. Ja, ich denke, das wäre es dann zu Clay Fighter gewesen. Und wie gesagt, eine Bundle-Aktion von 3 Spielen. Daher machen wir jetzt auch das nächste Spiel gleich rein, welches ein weiteres N64-Spiel ist. Und das ich auch noch nie so gespielt habe. Aber es ist eine bekannte Marke, nämlich handelt es sich um Tetris. Und das Spiel heißt Tetris 4. Die Module sind alle ein bisschen mitgenommen, das seht ihr. Ich habe sie noch nicht geputzt und so, aber das ist alles trotzdem im Rahmen für den Preis, finde ich. Tetris 4, da geht's drum, ist quasi Tetris in 3D-Form auch. Es war ja generell großes Thema bei Nintendo 64, dass es 3D-Landschaften oder 3D-Grafik generell darstellen konnte. Und Tetris in 3D heißt, du hast eine Art Ball oder einen Planeten oder eine runde Kugel quasi. Und auf dieser Kugel sind dann eben diese Blöcke und die musst du dann eben verschieben. Du kannst die Blöcke packen. Wenn du, also zweimal den gleichen, es müssen 2 Blöcke gleich nebeneinander sein, quasi. Und die kannst, du kannst sie aber auch hochheben und verschieben und kannst sie dann quasi nebeneinander stellen und dann kannst du sie quasi wegponen. Und das ist ganz interessant gewesen, was sich allerdings auch recht schwierig steuern lässt, ein bisschen mit diesem 3D-Stick. Und habe ich festgestellt. Jedenfalls, es macht schon Spaß auf jeden Fall, ist halt Tetris in 3D-Form und hat auch so eine gewisse. Weil dieses Sphere in Tetris 4 ist, gilt ein bisschen der Atmosphäre, denn es ist alles so ein bisschen. Ich will nicht sagen mystisch, aber die Musik ist so ein bisschen, geheimnisvoll? Nein, wie heißt dieses Fachwort für Leute, die so Kräuter mixen, sich selbst mixen und so? Esoterisch! Ein bisschen esoterisch, so ist es angehaucht, finde ich. Und das macht macht es ein bisschen hübscher auf jeden Fall, das Spiel. Und angenehmer zu spielen. Ja, Tetris 4. Das soll es gewesen sein. Für, wie gesagt, in diesem 10-Euro-Bundle enthalten. Als nächstes Spiel, habt ihr auch gesehen, ist ein PSP-Spiel für den Handheld von Sony, nämlich Final Fantasy Dissidia oder Dissidia Final Fantasy, wie ich gerade sehe. Und was ist das für ein Spiel? Das ist ein Spiel, sozusagen haben wir es auch einigermaßen angerichtet, das Spiel, die PSP-Packungen sind alle ein bisschen höher geschnitten. Dissidia Final Fantasy, was ist das? Ist quasi ein Battle Arena Kampfspiel, also ähnlich zu Clay Fighter vielleicht, obwohl man da ein bisschen mehr Freiheiten hat. Man kann wirklich sehr schön springen und durch die Gegend gleiten. Es ist ein hartes Kampfspiel mit den
oder mit einigen berühmten Final Fantasy Charakteren. Ich habe es jetzt nicht so ausführlich gespielt. Auf jeden Fall, ihr seht es im Gameplay, geht es gut ab. Ist ganz schön hektisch. Und macht aber auch Spaß, muss man sagen. Also lichttechnisch, lichteffektmäßig und so. Dieses Trefferfeedback ist schon ziemlich nice, finde ich. Und hat wirklich Spaß gemacht. Dieses kleine Stück, das ich gespielt habe. Es ist natürlich ein bisschen komplex von der Steuerung her, weil man eben sehr viel machen kann und mit Tastenkombinationen auch arbeiten kann und Kombos und Geschichten, wie es eben für ein gutes Kampfspiel sein soll. Da muss man sich allerdings ein bisschen reinfuchsen. Was dann die Gegner angeht, die waren natürlich ein bisschen schwach. Ich habe natürlich nur den Anfangsbereich gespielt. Das heißt, dass da quasi jetzt nicht so die Herausforderung drin bestand, die Gegner zu besiegen. Hast du ja vielleicht gespielt. Ja, kann sein. Ich weiß auch nicht, wie das ist, mit der, ob das jetzt eine Geschichte hat oder... Es wurde eine Geschichte erzählt am Anfang, die habe ich allerdings nicht richtig verstanden. Weiß auch nicht, woran es lag. Und ob das jetzt quasi so eine Levelstruktur hat, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich habe nur am Anfang jedenfalls in diesem Kampfbereich gespielt. Allerdings, genau, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall Final Fantasy, ich bin ja sowieso großer Fan. Schon seit Kindstagen auch. Final Fantasy geht einfach immer. Von daher... Seid ihr mitgenommen? Also, ihr habt es gehört, 10 Euro für die ganze Chose. Sag sie nochmal. Das ist auf jeden Fall ein guter Preis für die drei Spiele, würde ich sagen. Zumal die auch hinten alle mit 10 Euro noch ausgepreist sind mit diesen Stickern. Beziehungsweise Tetris fährt es nicht, aber auf jeden Fall die anderen beiden. Muss man sagen, finde ich fair. Daher unser Charmantstand auch. Und vor allem habe ich später noch was dort gekauft, was den Charme noch höher getrieben hat. Also die Charme-Skala. Also nicht Charme, sondern Charme. Skala ist dann sehr hoch gestiegen noch bei diesem Stand. Das werdet ihr aber später dann sehen. So, das war quasi die erste Fuhre. Dann geht's direkt weiter jetzt mit dem zweiten Video und ja, viel Spaß. Und Action. Können wir die Kiste einfach umdrehen komplett, dann kann man die Titel lesen, weil die sind alle hauptsächlich in diese Richtung. Das wäre viel leichter für uns alle. Dankeschön. Vielen Dank. Nur zum Interesse. Hm? 120. Kaufen Sie die im Bündel oder einzeln? Einzeln.
Film. Das ist noch neu. Das ist noch neu. Ja. Das sind Leerhöhlen, ne? Das sind Leerhöhlen. Ja. Was kostet die? Bitte? 5. Aber mehr hast du auch nicht. Was? Ein bisschen Bieber läuft, dazu gepackt und so weiter, aber das hat sich auch nicht angeschaut. Aber jetzt nicht so, den nicht so das hat. Das ist genau das Problem, wenn du halt im Dorf nicht mehr gehst. Das ist schon wieder am besten. Was würde das kosten? 180 haben wir reingesetzt. Ein bisschen handeln kann man noch, aber nicht so arg. Ich habe nur grob gefragt. Ja. Gar kein Auftrieb, das ist schon was. Ungewöhnlich ist, wie ihr gesehen habt oder vielleicht auch nicht gesehen habt, denn ich konnte es nicht so oft aufzeichnen, dass die Michaela ordentlich reingehauen hat diesmal auf der Börse. Sie hat mehr Geld ausgegeben, wir sagen nicht wie viel, als ich. Das ist wirklich eine Entwicklung, denn wenn ich an die erste Börse denke, da war noch alles schön so zurückhaltend und da hat sich, glaube ich, nur ein paar Figürchen gekauft oder was. Und ein paar Plüschviecher. Genau. Auf jeden Fall sehr lustig, dass du jetzt so quasi da dich gefunden hast in den Ständen. Finde ich schon sehr nice. Deshalb geht's auch gleich mit Michaela los und ihren Funden. Genau, also unterm Tisch habe ich unter welchem Tisch? Von dem Schaman, also von dem Mann, sehr mit dem gut. Super Mario tiert, weil er war sehr amüsant, der Mann auch. Also da habe ich eben vom Happy Meal so viel Küchen gefunden, dann habe ich mir eben diesen Yoshi gekauft. Dieser hat 3 Euro gekostet. Es gab ihn auch noch ohne Tüte, hat der Mann gemeint, es kostet dann nur 1,50. Aber ich habe, da haben die Sticker gefehlt und ja, wenn es schon Yoshi ist, dann will ich richtig haben. Dann eingepackt in OVP. Genau. Dann hat der Mann eben gemeint, ich soll da unten nachgucken, da liegt noch ein Yoshi-Plüschtier hier. Dann hat er mich eigentlich schon gut erwischt, sage ich immer so, weil ich mag Yoshi total gerne, aber da habe ich gemeint, ich habe schon viele Yoshi-Plüschtiere, hier habe ich auch noch ein Bild für euch, wäre schon, ich alles habe. Jetzt werde ich mal hier mal meinen Brustbereich einblenden hier. Genau, also ein paar habe ich eben schon, dann habe ich Nein gesagt, weil sonst habe ich zu viel irgendwann und dann habe ich keinen Platz. Das Platzproblem ist immer das gleiche bei jedem Sammler, glaube ich. Genau, dann geht's weiter. Und zwar damit, dass wir dann weitergelaufen sind, quasi den zweiten Gang. Und dort habe ich dann die gute Frau auch darauf hingewiesen, dass quasi die Kiste falsch rum stand, dass halt eben die Titel nicht lesen konntest, so senkrecht, weil man hätte sie drehen müssen. Das habt ihr alles gesehen. Ist ein kleines Ding. Was sollte man machen, als wenn man merkt, dass das ist auch für beide gut, für den Verkäufer und für den Käufer. Sonst ist der Käufer abgeneigt, danach zu gucken, wenn er ewig so komisch umständlich gucken muss. Deshalb sagt man einfach was und dann kann man das kurz umdrehen, dann ist es gut. Jedenfalls haben wir dann noch ein paar schöne SNS-Bigboxen gefunden. Secret of Mana, das Übliche. Da geht natürlich auch mein Herz wieder auf, aber 120 Euro wollte er für das Secret of Mana haben. Ist natürlich ein gängiger Preis, aber naja, ihr wisst ja, ich suche nur noch die OVP und den Spielbereich, das suche ich quasi nur noch. Ganz aber, viele hatten es aber in der Hand, habe ich gesehen. Also ja, klar. Es ging ganz vielen Leuten. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Fingerabdrücke da am Ende überhaupt drauf sind. So, muss man sich mal überlegen. Jedenfalls habe ich da noch ein paar komische Gamecube-Spiele-Hüllen gefunden, wo ich mir dachte, irgendwie sind die komisch, also nicht anders als normal. Habt ihr auch gesehen dann im Video. Das sind quasi ausländische Hüllen gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau von wo.
eventuell Frankreich oder so. Den Text habe ich jetzt nicht mehr genau gelesen. Müssen wir nochmal nachschauen. Auf jeden Fall sahen die aber cooler aus, fand ich. Weil die waren sehr kantig und sehr eckig. Es sah irgendwie future-mäßig aus. Es sah irgendwie cool aus. Irgendwie hatte der Style, dass sie so eckig waren und so ganz viel stylische Kanten über hatten. Hat mir gefallen, aber ist mir auch eben aufgefallen, dass das quasi andere Hüllen waren als unsere. Damals war es ja so, dass die PAL-Hüllen und die NTSC-Hüllen sich immer unterschieden haben, zumindest. Jetzt ist anscheinend schon bei GameCube war es eben so, dass die Regionen sich schon, also die Länder sich schon unterschieden haben ein bisschen. Genau, dann haben wir noch Leer-OVPs gefunden. Habt ihr auch mitgekriegt, quasi für das Pokémon Snap wollte er 5 Euro haben. Ich weiß nicht, ob das für eine OVP, für eine leere OVP-Spiel jetzt, ob es ein angemessener Preis war. Ich war danach ein bisschen abgeschreckt. Hätte ich aber auch nochmal hingehen sollen, vielleicht, was ich noch so gefunden hätte. Vielleicht hätte ich noch die eine oder andere OVP gefunden, die mir fehlt natürlich und die ich aber auch für den Preis genommen hätte. Einfach ein bisschen mehr nachfragen zu Ermin. Aber das ist eben auch das Problem, wie gesagt, es war dann so groß einfach am Ende auch, dass man dann ein paar Sachen auch wieder vergessen hat, was man gesehen hat und wo man dann ein bisschen dann auch irgendwie abgeleckt war von der schieren Größe. Genau. Dann gab es auch, wie in der letzten Börse, einen Stand mit ganz viel Japan. Mit ganz viel Cartridges aus Japan. Und auch da hat die Michaela, ich würde sagen, das war fast dein Stand. Das war dein Schamanstand vielleicht so ein bisschen. Oder zumindest dein Kaufstand, denn da hast du was gefunden noch. Als allererstes habe ich einfach nur leere Nintendo Game Boy Schachteln gekauft. 4 Stück. Es hat auch einen Sticker drauf. 4? Und also 150 Cent gekauft, weil ich mir ja auf der letzten Retro-Börse schon Game Boy Spiel gekauft habe. Habe ich mir gedacht, komm, dann kann man die mal schön einboxen. Und Hüllen hast du sonst keine bekommen bei den Spielen, die du gekauft hast? Ja, genau. Deshalb haben die Hüllen eh schon gefehlt. Genau. Als Ergänzung quasi, als Upgrade für die Spiele, die sie hat. Und zum Schutz. Genau. Vor allem. Genau. Das war jetzt am Japan-Stand. Das ist jetzt noch nicht Japan-spezifisches, aber da wird es dann gleich mehr geben von. Ich habe mir als nächstes an einem kleinen Stand ein kleines Spiel für einen kleinen Preis geholt. Und zwar Silent Scope für die PlayStation 2. Silent Scope ist eine Automatenumsetzung, eine Arcade-Automatenumsetzung quasi. Ist auch völlig blöd, was ich hier mache, weil es muss quasi so sein. Und es geht darum, Moment, dass der Präsident von Terroristen entführt wurde. Ich lese mal kurz eine Geschichte vor. Und zwar eine schwerbewaffnete Terroristengruppe entführt den Präsidenten der Vereinigten Staaten und dessen Familie in Chicago. Die Lage muss rasch unter Kontrolle gebracht werden, bevor etwas an die Öffentlichkeit gelangt. Sie als 1A-Scharfschütze sind genau der richtige Mann für diesen Job. Befreien Sie den Präsidenten, beschützen Sie seine Familie und zerschlagen Sie die Terroristengruppe. Und das tun wir, indem wir quasi Silent Scopen. Wir sind Scharfschütze und müssen mit einem Zielfernrohr quasi, die ganze Zeit im Spiel ist jetzt auch im Gameplay, quasi die Terroristen hinten erschießen. Ihr habt quasi ein Gesamtbild, es ist halt eine Arcade-Umsetzung, das heißt, man stand quasi bei der Arcade so da und hat auf dem Bildschirm gezielt mit dem Zielkreuz und jetzt muss man es quasi mit Sticks steuern, das Zielkreuz. Okay. Ist natürlich nicht so geil, man kann es bestimmt auch mit einer Lightgun spielen, bin ich mir jetzt nicht sicher, steht da hinten irgendwas drauf, dass es irgendeine Unterstützung hat von Lightgun-mäßig. Lightgun-mäßig? Nein, nur Analog-Sticks, kompatibel mit Analogsteuerung, nur Analog-Sticks. Okay, alles klar. Bestimmt kann man es auch mit einer Dings spielen, ist aber egal. Jedenfalls komplett vorhanden. Ganz guter Zustand auch. Ja. Und ab 18, also es ist halt Terrorist, man schießt halt mit Scharfschützen auf Menschen. Das ist halt natürlich ein 18er-Wert, dann eben eine 18er-Markierung. Und ja. Jetzt habe ich quasi Silent Scope 1 und 2 komplett in meiner Sammlung. Ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt noch einen dritten Teil oder ich glaube Sniper Elite ist auch so eine Reihe oder ob das das gleiche ist, bin ich mir nicht ganz sicher für die PlayStation 3. Jedenfalls interessant, für 1 Euro nehme ich sowas mit. Vor allem auf der Börse, wo man dem Zustand ein bisschen mehr trauen kann als auf dem Flohmarkt. Es wurde erst am 5.2018, also im Mai, auf 1 Euro gesetzt. Bepreist, genau. Super, Silent Scope also. Habe ich mitgenommen. Sehr gut. Dann gab es noch ein Schnäppchen, meiner Meinung nach. Es ist, habe ich schon öfters in der Hand gehabt, auf anderen Börsen und auch bei Dings hier in Flohmärkten. Und zwar dreht es sich um ein Spiel, das ich nicht hier habe. Oh. Das ich aber jetzt holen werde. Bis gleich. Bis gleich. So, da habe ich es nochmal hergeholt. Und zwar habe ich jetzt schon gesagt, worum es sich handelt. Es handelt sich um God of War Ascension. Somit bin ich jetzt, glaube ich, fast ziemlich komplett mit den Collectors-Sachen, die so erschienen sind für God of War. God of War 3, God of War 1 und 2 habe ich original für PlayStation 2. Und Ascension hat mir noch gefehlt, habe ich immer im Blick gehabt. Es ist quasi so ein Prequel und spielt ein bisschen vor der Zeit von Teil 1, glaube ich sogar schon, oder 3, ich bin mir nicht ganz sicher, tut mir leid. Auf jeden Fall, Ascension ist quasi so ein Mittelding zwischen 3 und 4 gewesen, zwischen Teil 3 und 4, also erschien zwischen 3 und 4, meine ich.
und also dem aktuellen Viererteil, heißt glaube ich ja nur God of War. Und ja, es geht natürlich heftig ab. Es ist, mein Gott, es ist Kratos, ihr wisst, ihr kennt ihn. Ihr wisst Bescheid, es ist natürlich jede Menge Action und brutale Sachen auch zugange. Auch sehr anzügliche Sachen sind ja immer bekannt für God of War. Da muss man aufpassen mit dem Gameplay, dass man da nicht den anderen oder anderen Mobs mal zeigt, auszusehen. Bei YouTube, da muss man zensieren. Ich habe auch ein Let's Play mal aufgenommen zu Teil 1, welches ich noch nicht veröffentlicht habe. Weil es da eben auch, da muss ich erst noch ein bisschen zensieren, eben dann, wie gesagt, die anzüglichen Sachen. Und ja, für 3 Euro kann man das mitnehmen. Ist die UK-Version, also aus dem United Kingdom, somit also eventuell ungeschnittener als die deutsche Version zum Beispiel. Und aber halt eben auch auf Englisch. Ich weiß nicht genau, ob man da eine deutsche Tonspur anschwellen kann. Wollen wir mal lesen hinten dran, oder? Ja, ob man es. Da hinten steht es, glaube ich, nicht drauf, aber das muss man rausfinden, glaube ich, erstmal. Aber normalerweise sind die Blu-rays alle bestückt mit den gängigen Sprachen in Europa. Bin mir allerdings da jetzt nicht so sicher. Steht alles auf Englisch, ist verschenigt. Okay, schade. Finde ich ganz gut. Was PS3-Spiele auf der Börse angeht, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen gehemmt, weil die Preise doch recht hoch waren und ich die auf Flohmärkten dann doch schon recht günstiger bekommen kann. Okay. Deshalb bin ich mit PS3 auf Börsen, bin ich ein bisschen, weiß nicht, da habe ich das Gefühl, ist nicht so ganz verhältnismäßig zu Flohmarkt-Dingern. Auf jeden Fall, God of War für 3 Euro nehme ich mit. Immer gerne gesehen. Doppel so. 3. PlayStation 3 für 3 Euro. Genau. Finde, das sollten Preise sein. Spiele für die jeweilige Plattform sollten auch dementsprechend kosten. PS2 2 Euro, PS1 1 Euro, PS3 3 Euro. Und PS64 64 Euro. Stimmt, das ist natürlich dann hinderlich. Wir bleiben aber bei PlayStation, okay. Und für GameCube? Beim GameCube würfeln wir dann den Preis aus. Stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Sehr gut. Marktforschung und Marktlücke findet hier live statt. Sehr wunderbar. Sehr kreativ. Also gut, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem dritten Video. Ich hab 20, was ich noch nicht höre. Was? Ach so, das wird nicht. Was ist das jetzt? Aber das habe ich schon. Entschuldigung, das ist dann nochmal eine Frage. Das ist aber
ist Hulk Hogan. Der hat mal eine Serie gehabt. Der Boxer? Also Wrestling-Team. Ah, ja. Den kenne ich auch. Der hat eine Serie gehabt, die hieß für Thunder in Paradise. Okay. Das ist wohl ein Spiel dazu. Sehen. Jetzt möchte ich noch mal kurz ein Thema ansprechen, denn es ist immer nervig, wenn dann auf den Spielen, auf den Modulen wirklich oft keine Preise draufstehen, weder vorne, hinten oder sehr versteckt irgendwo bei einem großen Heftlösungsbuch, zum Beispiel, wenn es da ein kleiner Preisetikett ist irgendwo, naja, nicht so optimal. Preise anbringen ist immer gut, denn sonst muss man wirklich, wenn man dann einen Riesenstand vor sich hat und man hat 1000 Optionen, 1000 verschiedene Module und jedes Mal muss man fragen nach dem Preis, das kann ja auch für den Verkäufer nicht angenehm sein. Von daher bin ich da immer sehr dahinter, dass ich auch da gucke, dass da, ob da Preise sind. Wenn da schon mal keine Preise dran sind, dann bin ich noch ein bisschen abgeneigter. Ich hatte dann ein N64 in der Hand und ich habe ein N64 in UVP aus meiner Jugend, alles gut. Ich habe es vor meiner Sammlerzeit, sagen wir mal im Alter zwischen 16 und 25, habe ich es sehr schlecht behandelt. Ich habe es gelagert, irgendwo in der Schublade, habe da Sachen drauf, Kabel und so. Es war halt einfach nur so. Da war ich irgendwie noch nicht so retro bezogen oder geistig nicht so retro-affin. Jedenfalls hat es ein paar Kratzer und ich möchte es ungern nochmal auspacken und weiter belasten, indem ich es spiele und benutze. Daher suche ich ein zweit N64, das ich dann ausgiebig benutzen werde. Und das suche ich jetzt schon länger. Allerdings komme ich da immer nie auf so einen Preis, der vor allem ein Wohlfühlpreis für mich. Wo der liegt, kann ich euch auch gar nicht sagen, so ob es jetzt irgendwie zwischen da und da ist. Denn es ist immer so eine Sache, was ob Controller dabei ist, ob Spiele dabei sind oder sowas. Ich bin halt da ewig auf der Suche. Kabel oder so. Genau. Das war jetzt nur, was ihr gesehen habt im Video, war ja nur die Konsole für 55 Euro. Da muss ich dann sagen, das ist mir zu teuer. Da habe ich dann auch keine Lust drauf. Genau, dann kommen wir jetzt zu Michaela, wie sie ein Spiel bzw. mehrere Spiele gekauft hat. Ja genau, und zwar war ich wieder mal am japanischen Stand. Ich wollte den Spiel, die jetzt dich wahrscheinlich gedacht haben. Ist die schon wieder da? Ja. Und zwar habe ich eine Collection gekauft. Eine wunderschöne Collection für die PlayStation 1. Chocobo Collection. Die Chocobo Collection. So, jetzt muss man sagen, diese Collection erhält 3 Spiele. Vorzugsweise auch nur welche, die nur in Japan erschienen sind. Genau. Oder was heißt vorzugsweise? Unter anderem auch, meine ich. Unter anderem haben wir einmal hier Chocobos das wird Stadio oder so. Ich sag's mal richtig aus, kurz. Chocobo Stallion. Hab ich ja gesagt. Das ist ein sehr sperriges Spiel, haben wir festgestellt. Ihr seht ja das Gameplay dazu. Es ist ein Spiel, wo man quasi, es ähnelt einer Wirtschaftssimulation, würde ich fast sagen. Man kümmert sich um die Chocobos, man bei der Schlüpfung, bei der Großziehung so ein bisschen. Ich habe da allerdings wenig Elemente gefunden, die jetzt das irgendwie auch wirklich belegen. Zeigen, ja. Denn es ist im Grunde habe ich nur das Gameplay von den Rennen auch capturen können. Es ist natürlich sehr viel Menüarbeit, sehr viel Texte, japanische Texte. Ihr könnt es euch vorstellen, alles sehr sperrig und schwierig. Es gibt eben dann nur diese Rennen quasi, die man auch nur beobachten kann, hat man auch keine wirkliche Gameplay-Eingreifmöglichkeit. Es ist eben eine sehr menülastige und tabellenlastige Gameplay-Mechanik. Also auf jeden Fall ein Simulationsspiel, kann man sagen. Genau. Dann ist es nicht so das Highlight, jedenfalls. War als zweites, ich würde es drei wegklappen, Chocobo Racing. Chocobo Racing. So. Ist was? Ist ein Mario Kart-Klon, kann man ein bisschen sagen. Ein Mario Kart-Klon? Ich glaube, du bist ein bisschen weit weg vom Mikrofon auch. Und zwar, okay. Aber ein guter, wie ich finde. Ja, genau. Und zwar kann man da so bekannte Figuren aus Final Fantasy spielen, wie Chocobo, Mokri, die Weißmagierin, Bellemont und so ein Copley und so. Also die kennt man auch vor allem aus den speziellen Chocobo-Spielen. Und auch aus der Reihe selbst. Ja, genau. Und genau.
Es gibt auch Items, wie zum Beispiel Mario Kart, wie man zum Beispiel seinen Gegner einfach schlagen kann und Feuerbällen abschießen kann. Und man kann vor dem Rennen immer ein Item aussuchen, oder eins aus acht, glaube ich, aussuchen, das man dann dauerhaft bekommt, quasi zum Beispiel ein Dash. Ihr seht ja im Gameplay, da hat man standardmäßig den Dash, der sich immer wieder auflädt über die Runden. Und den kann man quasi immer benutzen. Aber dann kann man eben zusätzlich noch die Sachen einsammeln, wie bei Mario Kart oben mit dem Fragezeichen. Also ein gutes Spiel, kann ich empfehlen. Geschwindigkeit, toll, das Streckendesign, darüber lässt sich ein bisschen streiten, ob das Streckendesign nicht so toll ist. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr, sehr arcadig und sehr gut und sehr unterhaltsam, finde ich. Und gut spielbar, wenn man nicht Japanisch kann. Genau, auf jeden Fall sehr, nicht so Japanolastig oder textlastig. Okay. Als letztes haben wir dann wieder leider ein Spiel, welches dann doch wieder etwas textlastiger ist und menülastiger. Es nennt sich Dice de Chocobo. Ich denke irgendwie eher mal Französisch, ist aber Japanisch. Genau, Englisch eher noch, weil aber Dice ist natürlich der Würfel. Genau. Und genau darum dreht sich auch alles, um den Würfel. Es ist ein Brettspiel quasi. Ob das jetzt mit Mario Party zu vergleichen ist, glaube ich fast nicht. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich sehe hier das Gameplay natürlich wieder mal. Und es ist natürlich, man kann irgendwie anscheinend, man muss die Kristalle auf dem Brett einsammeln, also muss da erstmal hinkommen mit den entsprechenden Würfelzahlen. Und man kann dann quasi auf den Feldern aber auch noch irgendwelche Hindernisse platzieren für den Gegner, denke ich mal, oder irgendwelche Kämpfe, die dann stattfinden werden, wenn man auf das Feld quasi kommt. Dass man da irgendwas gewinnen kann für sich. Genau, oder auch das Feld mit dem Kristall zurückerobern kann, so ein bisschen. Es sieht interessant aus, auf jeden Fall. Das Spiel ist natürlich durch die Sprachbarriere sehr schwer zu reinzukommen. Das ist eben so, das Stallion-Spiel und dieses Dice-Spiel sind, glaube ich, wirklich Japan-exklusive Spiele. Die hat es nicht gegeben. Chocobo Racing gab es auch in Amerika und bei uns. Und Chocobo Racing besitze ich auch selbst in meiner Sammlung. Ist auch ein höherwertigeres Spiel. Auf jeden Fall. Und das weiß ich auch noch, als wir das geholt haben. Da hatte ich kein Auto zu der Zeit. Da haben wir uns ein bisschen hier schwer getan. Denn wir haben eine extra größere Sammlung für das Spiel gekauft, nur wegen dem Spiel. Hat sich dann eben doch gelohnt. Und da mussten wir viel schleppen. Genau, aber es war's wert. Genau. Genau, und für diese schnuckliche Sammlung habe ich 17 Euro bezahlt. Sehr schön. Es gab auch die gleiche nochmal, nur mit 20. Dann habe ich auch nachgefragt, warum die 20 fehlt da irgendwas bei der 17er. Hat die Frau Boss gemeint, nee, es sind halt bloß so. Es geht nur um den allgemeinen Zustand. Ein bisschen Abstand, die Ecken, die Ränder ein bisschen abgewetzt, aber das sind halt normale Gebrauchsspuren, genau. Einfach. Nur. Und ich fand aber die 17er irgendwie schöner als die 20er, weil die 20er wie so einen fetten Sticker hinten drauf gehabt. Und ach, echt? Sah gar nicht besser aus, fand ich noch mal nach, nur komisch. Nehme ich einfach hier. Vielleicht ist aber auch der Sticker was Besonderes gewesen. Keine Ahnung. Vielleicht aber war auch 20 Euro draufgeschmiert mit Kugelschreiber. Achso, nee. Ja gut, nee, dann ist doof. Hier wert mir darum. Naja, egal. Auf jeden Fall ein schönes Schnäppchen. Und ich habe dann auch wieder ein Herzensding gefunden beim Schamanstand. Nämlich Gremlins 2. Wollte ich schon ewig haben auf die Collection auf Blu-ray. Habe ich in Flohmarkt nie gefunden. Auf Amazon ist es mir zu teuer mit 12 oder so Euro, glaube ich. Oder 8 oder 6 maximal gebraucht. Und deshalb bin ich sehr froh für die 3 Euro, die ich quasi dann für dieses Gremlins Collection gezahlt habe. Auch stimmt, kann man erzählen. Beinhaltet quasi Gremlins 1 und Gremlins 2. Ist ja klar. Mehr Filme gibt's ja nicht. Und was soll ich sagen? Ist halt Kindheit und Jugendzeit mit den Filmen verbracht. Auch weihnachtlich. Ich finde, ich vermittle die auch immer mit Weihnachten, weil es im ersten Film auch um Weihnachten geht. Im zweiten weiß ich gar nicht mehr, aber kann sein. Und die Gremlins, Klassiker, soll ja auch im dritten Teil kommen. Bin ich mal gespannt. Und eben die gute Frau an dem Schamanstand hat dann quasi auch sich noch mit uns ein bisschen unterhalten über den Film. Und ebenfalls positive Wertung abgegeben. Ja. Auf jeden Fall der Schamanstand von der letzten Börse war der Vincent und seine Esther. Genau, da haben wir eben auch nachgefragt und mit ihnen geredet. Genau, und so. Aus Baden-Baden. Bei denen könnt ihr beruhigt kaufen, das sind wirklich sehr gute Preise auch und wirklich hervorragend beraten wird man da auch. Sehr zu empfehlen. Genau, und dann schlagen wir doch gleich die Brücke dazu, denn ich habe mir auch beim guten Dings, wollte ich mir dann quasi auch noch ein N64-Spiel kaufen, lose. Und zwar war das hier Rugrats. Rugrats für das N64, The Hunt of the Scavenger heißt es im Englischen, im Deutschen weiß ich es gar nicht. Das ist auch hier die französische Version. Ist ausgepreist mit 4 Euro, haben wir uns dann auf 2 Euro geeinigt und wollte es mir zuerst noch schenken, habe ich aber gedacht, ich kann sowas einfach nicht. Also Geschenke annehmen kann ich immer schwierig, nur das ist irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann noch zu 2 Euro überreden können. Genau. Und genau, was ist dazu zu sagen? Es ist auch ein Brettspiel, so gesehen. Oh, okay. Ja, ein Brettspiel quasi, bei dem man auch die Runden zählen muss oder gezählt werden und auch in Würfel geworfen wird. Es ist allerdings, ich fand es jetzt nicht so dicht. Ich habe so eine Probe gespielt, ich kann es auch vorher nicht. Es ist einfach nur zur Sammlungsergänzung, dass ich es dann mal drin habe. Und upgraden kann ich immer noch auf die deutsche Version oder sonst irgendwie. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass es nicht so richtig meins ist, aber das macht ja auch nichts.
denn wie gesagt, für die Sammlung passt es allemal. Und ja, Rugrats ist sowieso auch ein Thema, das für mich ein bisschen mit der Jugendzeit zusammenhängt, denn ich habe in der Jugendzeit viel Nickelodeon geschaut, was das alles lief. Rockus, modernes Leben, Rugrats, Ren and Stimpy und noch ganz viel anderen Kram, den man da, hey Arnold, den man da finden konnte. Und das ist wirklich auch, die Rugrats habe ich auch immer gerne geschaut, mit Annika, die so ein bisschen die Bösewicht ist in der Serie, und die beiden Zwillinge und dann noch den Chucky, den ist sein besten Freund. Das war schon immer sehr unterhaltsam, was sie erlebt haben, die Abenteuer. Das Spiel spielt es leider nicht so wirklich wieder. Die Grafik ist halt auch nicht wieder die beste, ist halt N64. Und ja, auf jeden Fall, ich weiß auch gar nicht genau, worum es geht. Auf jeden Fall ist das Szenario Abenteuer und Abenteuerjagd quasi. Genau, wir mussten Artefakte finden, weiß ich noch. Auf jeden Fall danke Vincent für das Spiel. So, dann geht's jetzt weiter mit der Michaela und ihrem Japan-Stand. Genau, also nach Vincent, nachdem wir ganz viel mit ihm geredet haben über alles Mögliche so, bin ich zurück zum japanischen Stand. Weil Chris sagte plötzlich so zu mir, hey Michi, man kann frei japanische Spiele auch auf dem Gameboy spielen. Genau, also es gibt da keinen Region Lock, oder so dachte ich zumindest, ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine jedenfalls so, dass der Gameboy keinen Region Lock hat, auch der Gameboy Color nicht. Und deshalb hat sich dann quasi mit dieser Andeutung eine eventuell neue Ära für Michaela geöffnet, in der sie nochmal weiter nach Dingern suchen kann. Ich war dann eben so ein bisschen verwirrt, als Chris das gemeint hat, weil ich konnte es gar nicht glauben. Weil ich halt nur von Super Nintendo, also es wirklich, Chris schon vertrauenswürdig, sage ich mal so, dann habe ich lieber nochmal. Aber ich habe ja selbst gesagt, dass ich nicht genau weiß. Ja. Deshalb sind wir dann nochmal zu Chico gegangen. Chico, Dave der und eben, Vincent. Der eben, oder die eben auch auf der Börse umherliefen. Und haben dann nochmal nachgefragt und es wurde bestätigt, quasi Region Free. Das heißt für Michaela, go, go, japanische Spiele, wo nicht mit viel Text zu rechnen ist. Mhm. Anschauen, ja, auf jeden Fall. Ach, der Information, danke nochmal, dass ihr das zu mir gesagt habt, habe ich dann einmal Dancing Chocobo, nicht Chocobos, Dancing Furby, meine ich. Weil ich habe meine Kindheit mit Furby verbracht. Ich hatte auch einen so ein PC-Spiel auch. Ja, und dieses Spiel geht es eben darum. Ihr seht es. Man sieht so ein Furby und es ist so ein, wie heißt das? Es ist ein Rhythmus-Reaktionsspiel quasi. Muss er eben die... in die passenden, zum passenden Zeitpunkt die richtigen Knöpfe drücken. Genau. Genau. Es ist schwierig, muss ich sagen. Der Furby tanzt da natürlich lustig genau, rum. Also aber es ist, so ist es schwierig? Meinst du es? Ja, also irgendwie, ich hab's nicht, weil er sagt dann immer so richtig so no, no, du und ja heißt ein ja, dann kannst du nur so mal sehen, wie oft du getroffen hast und so auf Furby-Sprache und so. Okay. Genau. Aber also es ist trotzdem cool, wenig Text, ne, aber es ist trotzdem, ist halt japanisch, ist ein Color-Spiel auch. Sieht irgendwie funky aus. Du musst dich ja wie immer ein bisschen was anderes. So, ja. Schon ruhig halten, genau. Jetzt ist es schon wieder anders, was? Ja. Ja, auf jeden Fall hat das gekostet. Was denn überhaupt? Ach so, es hat keinen Preiszettel gehabt. Dann habe ich nachgefragt und dann meinte der Mann zu mir 5 Euro. Dann, genau, bin ich noch ein bisschen zurückgegangen, habe noch weiter gekuscht. Dann habe ich mir ein Spiel gekauft für den Gameboy, was ich unbedingt immer haben wollte. Dabei handelt es sich um Kirby 2 oder Kirby's Dream Land 2, ich weiß nicht, wie es eigentlich heißt. Es heißt Kirby's Dream Land 2. Okay, sorry. Und zwar... ist in der deutschen oder PAL-Version teurer. Es ist immer teurer und das Cover sieht jedes Mal, wenn ich diese Spieße aus hässlich. Entweder ist es abgerissen oder total ausgebeugt, also irgendwie schrecklich. Und diese japanischen Spiele sahen eigentlich so schön aus. Aber die japanische Cover, muss ich sagen, ist auch ein bisschen... Es ist deutsche oder halt sieht ein bisschen schöner aus, muss ich sagen. Ja, von der Aufmachung her einfach ja, ein bisschen. Ja, genau. Dann. Aber... aber sie da am Spiel nichts. Genau, für? Für 9 Eier habe ich das mitgenommen. Also man kann die japanischen Spiele etwas günstiger bekommen als die PAL- oder US-Version. Allerdings sind die halt eben dann japanisch. Da sollte man sich da auf Spiele dann einigen oder schauen, wo man eben nicht so viel Texte braucht oder wo man denkt, dass man klarkommt mit der japanischen Sprachausgabe. Dann kann man da ein bisschen Geld sparen, wenn man nicht so dahinterher ist, jetzt eine komplette Sammlung oder komplette Sammlung zu haben in Deutsch. Und es ist auf Englisch das Spiel eigentlich. Genau, also die sowieso, die Dings, genau, die Texten sind ja auch ziemlich auf Englisch so, also was so Einblendungen, so Push-Start oder so Zeug. Ja, genau, war alles auf Englisch. Bei Kirby gibt's ja nicht viel, was man lesen müsste, so. Storymäßig ist auch nicht viel vorhanden und deshalb ist es alles okay. Ich kann es mir ja immer noch auf Deutsch machen, wenn ich es in einem guten Zustand auch noch finde. Genau. Am Japan-Stand habe ich mir dann auch selbst noch was geholt, denn da gab es auch eine kleine Kiste unter den Tischen, in denen lose N64-Module drin lagen. Die waren alle, muss man sagen, leider ein bisschen... sunfaded und ein bisschen halt eben... man hat erkannt, dass es eine Schnäppchenkiste ist. Und ich habe dann noch ein Spiel herausgezogen, welches ich in meiner Jugend mal ausgeliehen habe, und zwar aus einem Verleih. Quasi, da wurden noch Spiele verliehen. Bibliothek, also so ein bisschen. Eine Bibliothek, exakt.
Das kennt man heute gar nicht mehr, oder zumindest viele junge Leute kennen das nicht mehr. Eine Videothek, in der man noch Spiele ausleihen konnte. Ich hatte es damals ausgeliehen und mochte es nicht. Ich mochte es nicht, ich mag es auch, habe ich jetzt beim, ich sehe das Gameplay schon mal unten, ich blende es euch ein. Es ist Knife Edge. Und ich mag es heute immer noch nicht. Es ist quasi auch ein selbstlaufender Shooter, quasi, also die Strecke verläuft quasi auf Schienen, quasi, und man schießt nur mit einer Zielscheibe auf die Sachen. Und es ist zu hektisch, es ist zu ungenau, ich habe es auch über Emulator gespielt, da ist die Steuerung auch nicht so exakt gewesen wie auf dem Stick. Ich weiß nicht, ob ich im Spiel Unrecht tue, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie es bewertet wurde damals. Knife Edge ist auf jeden Fall, naja, ich fand es jetzt nicht so den Hit, aber für die Sammlung auf jeden Fall, dass man es mal hat. Und für 4 Euro kann man da auch nichts sagen, finde ich. Da kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen und aufnehmen in die Sammlung. Knife Edge, ja, wie gesagt, man steuert halt so einen Flugzeuger oder Hubschrauber ist es, glaube ich, und fliegt dann eben auf Schienen durch die Gegend und muss eben nur die Gegner quasi irgendwie killen. Zerschießen. Bam, bam. Genau. Es ist ein bisschen House of the Dead mäßig, was natürlich auch jetzt zum letzten Bild quasi geführt hat. House of the Dead haben wir gespielt für die Dreamcast auf einem kleinen Fernseher. Hat Spaß gemacht. Es war ihr erstes House of the Dead. Es war natürlich mit grünem Blut, weil es bei uns ja in Deutschland verboten ist. Ach so, okay. Und haben uns ein bisschen da ausgetobt mit der Lightgun. Wir haben sogar eine Frau gerettet und sie hat uns extra Light geschenkt. Genau. So, zu guter Letzt haben wir noch einen Tausch vollzogen mit dem guten Chico. Es war sehr nett, ihn kennenzulernen, auch auf der Börse hier im Real Life mal. Und was haben die beiden denn getauscht, fragt ihr euch jetzt. Das werde ich euch sagen. Ich werde euch mal zuerst zeigen, was ich von Chico bekommen habe. Und zwar ist das ein Gameboy-Spiel, welches sich hier bei Jurassic Park handelt. Jurassic Park für den Gameboy ist quasi eine runtergegradete oder downgradete Version des Super Nintendo Jurassic Parks, in dem man am Anfang eben mit dem guten Grant durch die Gegend läuft und den Park eben säubert von den Dinosauriern, beziehungsweise man sammelt, glaube ich, Eier ein hauptsächlich, zumindest im ersten Part, also im ersten Abschnitt des Spiels, den ihr hier auch seht, muss man ganz viele Eier einsammeln, dann öffnet sich, glaube ich, das Tor und dann kann man den weiteren Park erkunden. Auf dem Super Nintendo ist das Spiel schon ziemlich nice, wenn auch recht schwer. Also ich bin großer Fan dieses Jurassic Parks, das ich auch schon seit meiner Jugend besitze, aber leider nur in Modulform. Und macht auf jeden Fall Spaß auf dem Game Boy. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist die wunderschöne Musik, die man auf dem Game Boy genießen darf. Die ist zwar auf dem Nintendo auch gut, aber auf dem Game Boy ist mir jetzt gerade nochmal richtig eingängig ins Ohr gegangen. Das gute Stück, oder die guten Stücke. Und ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen, gefällt mir sehr. Ist jetzt Teil dieses Tauschs gewesen. Dann habe ich bekommen eine Anleitung. Und dabei handelt es sich um die Castlevania Adventure Anleitung, wie man hier eventuell sehen kann. Sehr, sehr schön. Muss man noch ein bisschen eindringen, glaube ich, wegen dem Licht. Genau, die Castlevania Adventure Anleitung war dabei. Und dann gab es noch weitere Spiele für den Game Boy. Und zwar haben wir hier einen Klassiker, nämlich Gargoyle's Quest. Auch das habe ich in meiner Jugend gespielt und sehr genossen und mit guten Erinnerungen in guter Erinnerung behalten. Was ich nicht wusste, ist, dass dieses Gargoyle's Quest oder auch ein Teil einer großen Reihe ist, nämlich der Ghosts and Goblins Reihe, und dass es auch noch Nachfolger gab für das NES und auch für den Game Boy, glaube ich, Gargoyle's Quest 2, und das natürlich teuerste und begehrenswerteste oder eines der begehrenswertesten Spiele für das SNES ist natürlich Demon's Crest, welches den dritten Teil dieser Gargoyles-Reihe quasi darstellt. Und auch die teuerste. So ein bisschen, ne? Wir haben es im Video, habt ihr das gesehen, hatte ich eine Packung in der Hand. Da kostet das Spiel 39 Euro. Habe auch die Modulform gesehen auf der Börse für 180 Euro, glaube ich, war das. Ja, das ist das nämlich. Ja, Gargoyle's Quest. Man ist quasi der Gargoyle, den man in Ghosts and Goblins am Ende quasi besiegen muss. Man spielt also die Gegenseite, so ein bisschen. Und, muss jetzt quasi irgendwas... Ich habe die Story. Story. Ich habe die Story jetzt nicht so im Kopf, kann man sagen. Auf jeden Fall ist es ein sehr spaßiges Spiel und lässt sich auch sehr gut steuern. Und ist zu empfehlen, auf jeden Fall. So, und dann das letzte Spiel des Tauschs. Wir befinden uns wieder bei der Marke Jurassic Park. Schon wieder? Allerdings diesmal bei dem Nachfolger The Lost World und leider auch bei einem etwas schlechteren Spiel, muss ich sagen. Von THQ diesmal. Ist ein Side-Scroller, ein Plattformer, könnte man sagen, bei dem man eben läuft von rechts, von links nach rechts, Dinosaurier schlagen kann,
sie aber auch erschießen kann. Und man kämpft auch gegen Pflanzen, die irgendwelche Bomben abschießen. Ihr seht es auch. Es ist alles ein bisschen nicht so hübsch ausgearbeitet, finde ich. Und es ist auch nicht so schön steuerbar. Denn es ist alles ein bisschen hakelig, ein bisschen schwammig auch. So, naja, es hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Auf jeden Fall trotzdem Schönes zu haben in der Sammlung. Und genau, also dieses Bundle habe ich quasi getauscht mit dem guten Chico. Ich will es einmal zeigen. Was denn? Achso, das Gesamtpaket quasi. Ja. Wunderschön. Danke Chico jedenfalls für diesen Tausch. Und für diese schöne Sammlung hat Chico von Chris ein neuwertiges Silent Hill bekommen für die PS1. Für die PlayStation 1, genau. Also, vielen Dank dafür. Und überraschend haben wir noch einen Vertical Stand für die PlayStation 3 bekommen. Mit links und rechts quasi den Ständern für Spiele. Chef ist hier. Chef ist hier zu finden. Vielen Dank auch dafür. Dankeschön. Recht spontan und ja. War noch wunderschön verpackt. Also und 4Gamers ist noch wunderschön. Ist im neuwertigen Zustand und ja. Vielen Dank dafür. Danke, habe ich gut gebraucht mal. Auf jeden Fall. Ja, das wird es dann gewesen sein mit der Börse in Rosenheim 2018. Und wir sagen Dankeschön auch für die Leute, die uns da angesprochen haben. Traut euch immer gerne. Ja, wenn, wenn ihr uns auch mal Flohmärkten seht oder so, immer gerne ansprechen. Wir freuen uns tierisch darüber. Ihr wisst ja langsam, wo wir immer unterwegs sind. Genau. Dann gehabt euch wohl und passt auf euch auf. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.